Kirby! Yeah, hallo und herzlich willkommen zu Kirby's Fun Pack. Nein, wir zeigen jetzt kein Preview. Und das wird ein ganz lustiges Let's Play, finde ich auf jeden Fall, hoffe ich auf jeden Fall. Und zwar werde ich jede Story mit einem anderen Let's Player oder einem anderen Typ spielen. Und jetzt bin ich ja noch alleine, da kann ich ja nur eins spielen und zwar Gourmet Race. Also ich kann die anderen auch alleine spielen, aber die werde ich nicht alleine spielen. Denn da hole ich ein paar Kollegen. Und jetzt machen wir erstmal das Schnellende. Und dann fangen wir nächstes Mal mit irgendwas Richtigem an. Und zwar, das sehen wir dann. Mal sehen. Und ihr werdet uns erklärt, wie wir rennen können. Auch schön. So, ich habe meine Steuerung nicht eingestellt. Und das wird mir gleich zum Verhängnis werden. Okay, damit sauge ich. Okay, König DDD. Wir haben Hunger und wir essen ganz viel Bananen. Huah. Ja, dieser König DDD ist auch nicht so schnell, oder? Okay, er ist fett. Also lassen wir ihn den. Dafür ist er eigentlich schon ziemlich schnell. Da muss man ihn ja lassen eigentlich. Ah, Maxi-Tomate. Er hat die Maxi-Tomate gekriegt. Nein. Ha. Tja. So, Suppe. Und wir gehen einfach ans Ziel und sammeln uns noch die Maxi-Tomate an und fertig. Checkpoint. Tja, da waren wir wohl schneller als du, DTD. Obwohl, König Nickerchen klingt ja cooler. Ich sag trotzdem immer König DDD. Keine Ahnung, habe ich mich dran gewöhnt. Huah. Essen, 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 Kaffee, Hamburger und Pommes. Ha, Eis, Erdbeere, Melone. Die Melone. Ja, hier, und noch mehr essen. Und, boah, wir werden nicht fetter. Oh, der hat die Maxi-Tomate gekriegt. Oh nein, jetzt haben wir gar keine Chance mehr. Es ist ja auch so schwer. Ich glaube, ich habe noch nie verloren. Es ist schwer zu verlieren, das muss man nicht mal lassen. Ja, ja, halt du dich ruhig damit, der Maxi-Tomate auf. Ich gehe hier unten lang. Ha, tja, Slide und Secret Pass? Na, aber nicht wirklich. Jedenfalls erstmal Brot und dann gehen weiter. Ganz schnell und dann die Maxi-Tomate. Ha, wieder schneller als du. Mongo. Okay, oh. When the beams in the club. Yeah, drop it like it hard. Drop it like it hard. Drop it like it hard. Ich glaube, ich sollte mal zu diesem Remix verlinken. Das ist ein Snoop Dogg Kirby Remix. Ja, sowas existiert. Guckt einfach mal in der Beschreibung. Wenn ich dran gedacht habe, dann habe ich da einen Link jetzt reingepackt. Also höchstwahrscheinlich habe ich es vergessen, aber versuch es wert. Versuch einfach mal. Guck einfach mal rein. Tja. Tja. Wir gehen hier oben lang. Wir haben uns gar kein Item Waffe geholt. Das ist auch dumm. Naja. Wir sind sowieso schneller als er. Ja. Ja. Maxi-Tomate. Mit dem Vogel-Kirby kann man ja einen ganz coolen Glitch machen. Na ja, okay, kein Glitch, aber man kann ganz schnell nach oben. Ich weiß aber auch nicht, wie er geht, also hätte ich ihn eh nicht zeigen können. Auch cool. Yeah. Und, oh, ich wollte... Ach oh, komm, nein, jetzt gewinnt er ja noch gegen uns. Was sollen wir nur tun? Ach, ich dachte, ich muss hier schon nach oben. Falsch gedacht. Ich hole mir die Maxi-Tomate. Yeah! Hier kann man nach oben. Er hat fast so viel Frucht gegessen wie wir. Das ist schon krass. Und Maxi-Tomate. Nein, jetzt haben wir wieder mehr Frucht als er. Und das war auch schon. Das waren auch schon alle drei Races. Und wir haben alle drei gewonnen, natürlich. WWW. Ey, wir haben ein paar Punkte mehr als er. Knappe Sache, wir haben knapp gewonnen. Epic Win! Yay! Okay, das ging schnell. Aber so ist es nun mal. Wir haben gewonnen und dann machen wir nächstes Mal. Nein! Ich will nicht! Ich will nicht! Hey! Ah, geht. Retire! Oh, sollte ich nicht machen. Continue. Ah, und das war wieder der falsche Knopf. Yeah, und wir können jetzt die ganzen 45 Minuten Part draus machen, indem ich ganze Zeit nicht aus dem Menü rauskomme. Und kann ich jetzt kann ich hier. Retire, genau, und jetzt zurück. Genau. Und dann, was? Kann man jede Taste drücken, um das Spiel zu starten? Geht aus dem Bild, dann geht das aus irgendeinem Grund.
Okay, jetzt drücken wir. Geh! Ja, wir sind rausgekommen. Und jedenfalls, jetzt bin ich noch alleine, aber nächstes Mal ist irgendwer dabei. Entweder bei Spring Breeze, bei Dynablade oder bei Great Cave Offensive. Mal sehen. Jedenfalls, das war ein kurzer Part. Ich bin Brötchman Blork.